Music Business Insider Podcast, presented by Artistant. Herzlich willkommen zur 73. Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich bin Yannick von Artistant und das erwartet dich heute. Instagram-Channels sind jetzt für alle Creator verfügbar. Die Musikindustrie vereint sich gegen Streaming-Betrug. Und dieser will Vorreiter im Kampf gegen KI-Tracks werden. Das alles in dieser Folge. Also viel Spaß. Instagram hat die weltweite Einführung seiner Broadcast-Channels bekannt gegeben. Diese Funktion wurde bisher nur bei einigen wenigen Creatoren getestet und jetzt wurde sie eben für alle ausgerollt. So ein Broadcast-Channel ist eine neue Funktion, die es Creatoren ermöglicht, mit ihren Followern in Echtzeit und im großen Stil zu interagieren, wenn man das so sagen kann. Follower können exklusive Einblicke in das Leben der Creator erhalten, an Umfragen teilnehmen, an Diskussionen mitwirken und so weiter. Instagram testet zudem neue Funktionen wie gezielte Fragen durch den Creator, einen eigenen Reiter für Channels im Postfach und die Möglichkeit, andere Creator und Fans zu dem Channel einzuladen. Neue Verwaltungsfunktionen wie das Setzen eines Ablaufdatums und Uhrzeit für Channels und das Hinzufügen von Moderatoren befinden sich auch noch in der Entwicklung. An so einem Channel teilnehmen kannst du entweder über einen Sticker in der Story des Creators, einen Link in der Bio oder durch Annahme einer direkten Einladung. Dieses Feature wird in den kommenden Monaten auch für Messenger und auf Facebook getestet, aber für uns, wahrscheinlich die meisten von uns, ist Instagram definitiv am relevantesten. Hierüber hast du also, ähnlich wie in einer WhatsApp- oder Telegram-Gruppe, die Möglichkeit, direkt mit deinen Fans in Austausch zu treten. Der große Unterschied zu einem Channel im Vergleich zu einer normalen Gruppe, sage ich jetzt mal, ist, dass erstmal nur du schreiben kannst. Deine Fans können zwar reagieren, bei Umfragen teilnehmen und allgemein interagieren, aber man hat eben nicht teilweise diesen großen Nachteil von riesigen WhatsApp-Gruppen oder so, wo jeder irgendwie seinen Senf dazugeben kann. Das kann natürlich extrem gut sein, je nachdem, was du damit erreichen willst. Aber das kann den anderen Leuten auch sehr, sehr schnell auf die Nerven gehen. Deswegen sind Channels, die erstmal eine Art Frontbeschallung sind, aber trotzdem die Leute mit einbinden, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit. Ich bin also wirklich gespannt, wie diese Funktion ankommt und ob das entsprechend genutzt wird. An sich ist das ja eine super Möglichkeit, weil du eben deutlich ungefilterter mit deinen Fans kommunizieren kannst. Kein Algorithmus oder sowas grätscht dir hier irgendwie rein. Das sind ja dann in der Art DMs. DMs lesen ja die meisten Leute, deine Posts und Stories sehen eben nur einen Bruchteil. Erstellen kannst du so einen Channel als Creator, indem du auf dein Instagram-Profil gehst und dann rechts oben auf das Plus klickst. Da solltest du dann ganz unten den Button Channel finden. Je direkter du mit deinen Fans kommunizieren kannst, desto besser. Probier das Feature also unbedingt mal aus. Believe, Empire, Spotify, Amazon Music und viele weitere Musikunternehmen haben sich zu einer globalen Taskforce namens Music Fights Fraud zusammengeschlossen, um den Betrug beim Musikstreaming zu bekämpfen. Französische Studien, darüber haben wir in diesem Podcast auch schon mal geredet, zeigen, dass bis zu 3% der weltweiten Musikstreams auf Plattformen wie Spotify als betrügerisch bekannt sind. Die Gründungsmitglieder der Taskforce umfassen Musikunternehmen wie CD Baby, TuneCore und dessen Muttergesellschaft Believe, DistroKid, United Masters, Symphonic, Empire und Vidya sowie digitale Dienstleister wie Spotify und Amazon Music. Da sind also wirklich unfassbar viele, auch große, namhafte Unternehmen dabei. Music Fights Fraud plant, Betrug und Manipulationen bei Streaming auf digitalen Plattformen zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass der globale Musikstreaming-Markt fairer wird. Die Mitglieder dieser Allianz sagen, dass sie eng mit der amerikanischen National Cyber Forensics and Training Alliance zusammenarbeiten werden, um Betrug zu identifizieren, zu verhindern und zu bekämpfen. Es wird geschätzt, dass der Missbrauch bei Streaming jedes Jahr hunderte Millionen Dollar kostet. Diese Initiative ist also ein erster Schritt, um eine umfassende Lösung für dieses Problem zu finden und den Musikmarkt transparenter und fairer zu gestalten. Dieses Thema begleitet uns ja jetzt schon eine ganze Weile. So eine Allianz könnte hier hoffentlich endlich mal einen großen Unterschied machen. Nicht mehr jeder für sich alleine, sondern wirklich im Verbund gemeinsam gegen ein Problem. Ich hoffe einfach, dass dieser Zusammenschluss echt etwas bewegt und dieses ganze Thema mal ordentlich aufräumt. Dieser entwickelt aktuell eine Reihe hochmoderner Werkzeuge, um eine transparente und faire Zukunft des Musikstreamings zu gewährleisten. Und da künstlich generierte Musik immer mehr an Bedeutung gewinnt, erweitert dieser auch hier sein Engagement. Sie wollen Künstlern dabei helfen, ihre Musik besser zu monetarisieren, Betrug zu bekämpfen und das Nutzererlebnis für Fans zu verbessern. Ein Ziel ist es, durch die Erkennung von künstlich generierten Inhalten ein System zur Kennzeichnung solcher Musik zu entwickeln. Los geht es hier mit der Kennzeichnung von Liedern, die synthetische Stimmen existierender Künstler verwenden. Da soll es aber natürlich nicht aufhören, sondern immer weitergehen. Diese Kennzeichnungen sollen dann Künstlern, Labels und Nutzern dabei helfen, zwischen echten und KI-generierten Inhalten zu unterscheiden.
Letztendlich sollen dadurch betrügerische Aktivitäten reduziert und ein Vergütungsmodell entwickelt werden, das zwischen verschiedenen Arten der Musikerstellung unterscheidet. Also ob du als Artist wirklich persönlich einen Song geschrieben, produziert und veröffentlicht hast oder ob das alles komplett irgendwie KI generiert wird und auf Masse geht. Hier soll die wirkliche kreative Arbeit also auch finanziell mehr honoriert werden. Für diese Initiative nutzt dieser jahrelange Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Audio-KI und Inhaltsidentifikation. Dabei spielt die firmeneigene Technologie Radar eine Schlüsselrolle, die in der Lage ist, große Musikbibliotheken zu durchsuchen und jedes Lied zu identifizieren, selbst wenn das Signal verfälscht oder das Tempo geändert wurde. Es passiert also in der Musikindustrie gerade einiges, um die Situation mit Streamingbetrug und auch KI-Musik unter Kontrolle zu bekommen. Ich hoffe, dass das möglichst schnell auch Früchte trägt. Hier sollten wir definitiv nicht in Rückstand geraten. Also mal schauen, wie es hier so weitergeht. Lass mich deine Meinung zu diesen drei Themen bitte unbedingt auch mal wissen. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Das war's jetzt aber erstmal wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich hoffe wie immer, dass dir die Episode gefallen hat und du einiges lernen konntest. Natürlich freue ich mich auch immer sehr über dein Feedback, Anregungen für zukünftige Folgen oder auch eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Und falls du es noch nicht getan hast, dann folge auch gerne dem Podcast und unseren anderen Kanälen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden.